Probeübung statt. Da werden wir dieses wunderschöne schwarze Auto in ein Cabrio verwandeln. Technische Hilfeleistungsübung. Also es ist nicht so, dass die Feuerwehr nur zum Feuer ausmachen da ist. Die Feuerwehr ist auch da, wenn zum Beispiel ein Verkehrsunfall passiert, so wie hier jetzt gerade simuliert. Und wenn dieser Notruf in Münster ankommt und die Leitstelle feststellt, dass das in Albachten passiert ist oder im Einsatzgebiet von Albachten, dann werden direkt zur Berufsfeuerwehr in Münster auch die freiwilligen Feuerwehrleute in Albachten alarmiert. Das Ganze passiert über so einen Melder. Den hat jeder freiwillige Feuerwehrmann in Albachten eigentlich immer dabei. Egal, ob er Fußball gucken ist, ob er im Garten Unkraut jedelt oder ob er eine Fahrradtour macht. Und wenn dieser Melder geht, dann steht da drauf, was passiert ist, in diesem Fall Verkehrsunfall. Und dann machen wir uns so schnell es geht auf den Weg zum Feuerwehrgerätehaus, rüsten uns aus und fahren zum Einsatzort. Als erstes steigt jetzt der Gruppenführer zusammen mit seinem Melder ab, um zu gucken, was passiert ist. Es wird also die Einsatzstelle untersucht, es wird geguckt, in diesem Fall ist noch eine Person drin. Ist diese Person ansprechbar? Ist diese Person vielleicht eingeklemmt? Was muss man machen? Das ist die erste Phase des Einsatzes. Jetzt rennt der Melder zurück, um Anweisungen weiterzugeben und Material zu holen. Und dann geht das Ganze in Gang. Dann wollen wir doch mal kurz vom Gruppenführer hören, was denn jetzt die Lage ist. Ja, die Lage ist ein Pkw-Unfall, den wir haben. Wir haben eine eingeklemmte Person, sie ist noch ansprechbar. Problem ist, wir bekommen sie so nicht raus. Rettungswagen ist jetzt auch schon eingetroffen, wir werden das Auto aufschneiden müssen und die Person patientengerecht aus dem Auto herausholen müssen. Während wir gerade dem Gruppenführer zugehört haben, sind hier schon einige Dinge passiert. Wenn wir an der Unfallstelle sind, wäre es natürlich ehrlich, wenn nochmal einer in das Fahrzeug reinrauscht. Deswegen geht das auf jeden Fall vor, die Unfallstelle abzusichern. Was hier vorne noch passiert ist, dass ein sogenannter Geräteplatz aufgebaut wird. Hier werden alle wichtigen Utensilien und Sachen abgelegt, die für die Rettung der Person nötig sind. Zum Beispiel haben wir da schon Brecheisen, eine Löschdecke, wir haben sogar einen Feuerlöscher, falls das Fahrzeug nochmal entflammt. Am Auto wird gerade unterkeilt, das heißt, das Auto wird festgesetzt. Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie als verletzte Person im Auto sind und das Auto würde an allen Ecken und Kanten anfangen zu wackeln, das wäre Ihnen auch nicht lieb. Deswegen versuchen wir, das Auto so gut zu stabilisieren, wie es geht, damit so wenig Bewegung wie möglich in dem Fahrzeug herrscht, wenn wir das Fahrzeug aufschneiden. Des Weiteren sehen Sie, dass die Person im Wagen jetzt mit einem Helm und einer Decke versorgt wird. Das ist einfach dafür da, falls bei der Rettung jetzt noch Scheiben kaputt gehen oder irgendwas splittert, dass diese Person im Fahrzeug nicht weiter verletzt wird. Das heißt, sie bekommt jetzt einen Helm auf, die Decke wird auf die Seite gelegt, wo eventuell Scheiben kaputt gehen können, um die Person innen drin bestmöglich zu schützen. Was die Kollegen jetzt gemacht haben, wir haben Ihnen als erstes schon mal einen Zugang verschafft, indem Sie die Fahrertür rausgemacht haben. Das Ganze ist mit einem sogenannten Spreizer passiert. Der kann mehrere Tonnen auseinanderdrücken oder auch zusammenschieben. Und jetzt kommt die Schere zum Einsatz. Das ist im Prinzip wie die Heckenschere oder Papierschere, nur dass Sie durch Stahl schneiden wie durch Butter. Ist überhaupt irgendwas mit der Person passiert. Wir demonstrieren hier gerade eine patientengerechte Rettung. Das heißt, dass der Patient so wenig wie möglich bewegt wird. Wir schneiden also lieber eine halbe Stunde lang das Blatt ab, um ihn dann schön vorne rauszuholen, anstatt irgendwie hinten durch den Körperraum dann unten rauszuziehen. Das geht nur, solange der Patient stabil ist. Sobald jemand bei Ihnen ist, bleibt er auch bis zum Ende bei dieser Person. Erklärt der Person, was passiert, was gemacht wird. Dazu wird der Fahrersitz, soweit wie es geht, nach hinten geklappt, von hinten,
das Rettungsboot unter den Patienten geschoben, um ihn dann vorsichtig auf das Board zu legen und in den Krankenwagen zu tragen. Der Patient wurde jetzt gerettet. Ihm geht es soweit gut. Er wurde an den Notdienst übergeben und wird jetzt zum Krankenhaus gefahren. Und damit ist dann der Job für die Freiwillige Feuerwehr erledigt. Recht vielen Dank auch an die Kollegen, die mit ihrer Montur bei dem Wetter jetzt hier gerade gearbeitet haben. Das darf man auch nicht vergessen. Die komplette Schutzausrüstung sind knappe 10 Kilo mit Stiefel und Klamotten und Helm, die ganze Zeit bei längst getragen haben. Also das war mein Applaus wert.